Wir wollen quasi eine Pull-Linie zeichnen, die auch Rundungen enthält, nicht nur Linien wie bisher. Dazu Layer Pull-Linie 1 ist aktiv, passt. Den können wir schon verwenden. Ich gehe auf Pull-Linie. Ich schalte mal das Raster aus mit F7, weil da sieht man ein bisschen die Vorkonstruktion besser. Und aus Zeitgründen, weil ich es das nicht wiederholen möchte, wie man quasi Koordinaten eingibt, habe ich das Ganze schon mal vorgezeichnet, sodass wir es mit dem Objektfang einfach nur nachzeichnen. Das heißt, ich schalte mir jetzt hier einen Objektfang ein, hier unten. Und dann gehe ich hier nicht auf Mittelpunkt, sondern auf Endpunkt. Okay. Objektfang ist aktiv. Raster und Rasterfang ist komplett aus. Nur dicke Linie habe ich noch mit an, damit Sie das einfach besser sehen und sich die Konstruktion besser von der Vorkonstruktion abhebt. So, und dann gehe ich auf Pull-Linie und fange meinetwegen jetzt hier oben an. Er rastet mir jetzt hier an dem Endpunkt ein mit einem Objektfang und mache hier den nächsten Punkt. Die erste Linie ist fertig. Jetzt geht es hier weiter mit dem Kreisbogen. Wie gesagt, schauen Sie in die Befehlszeile. Hier finden Sie jetzt noch weitere Optionen. Die eine kennen wir schon, schließen. Da haben wir hier wieder verwendet. Und wir finden hier daneben Kreisbogen. Wenn ich auf Kreisbogen umschalte, kann ich jetzt hier innerhalb meiner Pull-Linie einen Kreisbogen zeichnen. Achten Sie darauf, dass Sie wirklich hier unten den Punkt erwischen und nicht diesen. Ja, also diesen hier. Weil da kommt nämlich noch ein kleiner Kreis daneben. Das ist dieser hier. Und wenn Sie fertig sind mit den beiden Kreisbögen, dann schalten Sie einfach wieder auf Linie um. Das finden Sie hier. Das kann man übrigens auch mit Tastaturkürzeln machen. Sie sehen immer die Buchstaben, die groß geschrieben sind. In der Befehlszeile sind quasi die Tastaturkürzel. Also Linie und dann hier die Linie und dann wieder Kreisbogen. Und achten Sie darauf, falls Sie mal einen Fehler gemacht haben, gehen Sie einfach auf zurück. Ja, nicht einfach alles löschen oder abbrechen. Einfach, Sie können jederzeit zurückgehen, auch mehrere Schritte und so die ganze Sache korrigieren. Achten Sie auch darauf, ich habe nichts weiter an, außer den normalen Objektfang und dicke Linie, sonst keinerlei Hilfsmittel aktiv. So, dann wieder Linie. Wo ist jetzt hin? Hier. Dann wieder Kreisbogen. Einmal, zweimal. Jetzt wieder Linie. Kreisbogen. Einmal und schließen. Also hier bei der grünen Pull-Linie, die soll quasi im Nachhinein angepasst werden, dass sie dieser Vorkonstruktion entspricht. Und hier mache ich mal Folgendes. Ich klicke mal hier die Pull-Linie an. Und dann sehen Sie diese Griffe. Ja, Sie können sie theoretisch an die Griffen hier anfassen und woanders hinschieben. Zum Beispiel hierhin. Also Sie können aber auch hier diesen Griff nehmen. Und dann tun Sie quasi die ganze Seite hier strecken. Ja, bei der ersten Variante haben Sie quasi nur den Punkt verändert. Jetzt können Sie die ganze Seite verändern. Wenn Sie über so einen Griff mal drüber gehen und dann weiter drüber bleiben, nicht klicken, einfach nur drüber bleiben, dann kommen diese weiteren Optionen. Die erste, was wir gerade gemacht haben, ist einfach Scheitelpunkt strecken. Das passiert, wenn Sie einfach drauf super draufklicken und darauf den irgendwo hinziehen. Sie können aber auch einen Scheitelpunkt hinzufügen. Also ich klicke hier drauf, Tastatur einfach mit dem Pfeil nach unten in die Option reingehen, dann Enter. Bei Ihnen geht es vielleicht auch mit der Maus. Ich kriege es leider nicht hin. Dann Enter. Und jetzt kann ich hier noch einen Punkt hinzufügen. Zum Beispiel hier hin. Ja. Genauso können Sie aber auch einen löschen. Nimmt damit weg den Punkt, geht so drauf, dann gehe ich hier auf Entfernen und lösche diesen Punkt wieder. Und mit dieser Methode kann ich jetzt hier diese grüne Pull-Linie so verändern, dass sie dieser Vorkonstruktion entspricht. Wir bleiben bei Objektfang Endpunkt und dicke Linie, sonst nichts. Und setze einfach jetzt die Linie hierher, die hierher. Hier brauche ich jetzt weitere Punkte, also gehe ich hier auf die mittlere und sage hier, Scheitelpunkt hinzufügen und setze jetzt hier den Punkt hier ab. Dann wieder Scheitelpunkt hinzufügen. Setze den hier ab. Scheitelpunkt hinzufügen. Der soll hier hin. Und so weiter.
Also hier klicken Sie mal drauf. Und wenn Sie hier in die Mitte reingehen, dann sehen Sie hier, Sie können die ganze Linie, die jetzt hier ist, na, in den Bogen konvertieren. Also Sie können quasi, wenn Sie in der Mitte in der Linie klicken, daraus eine Linie machen oder einen Bogen, je nachdem, ob es um den Bogen handelt, ursprünglich oder um eine Linie. Ja, das haben Sie hier oben nicht. Aufpassen, wenn Sie oben drauf gehen, dann können Sie im Prinzip nur Punkte entfernen oder hinzufügen oder halt verändern. Aber wenn wir hier drauf gehen, können wir die ganze Kante verändern. Ja, wie gehe ich jetzt vor? Ich brauche zunächst mal hier eine Kante, ja, also die weiteren Punkt. Gehe also jetzt hier drauf und sage jetzt hier Scheitelpunkt hinzufügen und setze das jetzt hier ab. Das könnte ich jetzt auch noch machen. Scheitelpunkt hinzufügen und setze das jetzt hier ab. Ja, das ist natürlich nichts Neues. Das ist, was wir hier gemacht haben. Und jetzt brauche ich bloß noch das hier in den Bogen konvertieren. Muss allerdings jetzt beachten, damit ich diese Vorkonstruktion verwenden kann. Ich muss ja hier auf den Bogen irgendeinen Punkt fangen. Ja, und deswegen schalte ich ja noch um und schalte noch den Mittel im Objekt fangen, den Mittelpunkt mit dazu. Also hier den Mittelpunkt aktiviere ich noch zusätzlich. Die beiden Objektfänge, Endpunkt und Mittelpunkt. Und jetzt klicke ich hier oder zeige hier auf meinen Bogen, wähle hier in Bogen konvertieren, also auf meine Linie zeige ich, wähle dann hier in Bogen konvertieren, Enter und fange jetzt hier den Mittelpunkt ein. Dasselbe hier, in Bogen konvertieren und der Mittelpunkt ist hier. Hier brauche ich wieder weiteren Scheitelpunkte, gehe also hier auf Scheitelpunkt hinzufügen, einmal hier, oh, ich habe schon umgesetzt, auch nicht so schlimm, machen wir halt hier nochmal einen dazu. So, den können wir einfach hier verschieben. Jetzt haben wir genügend Linien und dann sagen wir noch hier in Bogen konvertieren. Einmal und zweimal und so weiter.